Die fast 4000 Arbeiter, die an dem Bau der Reichsautobahn Frankfurt-Darmstadt beteiligt waren, hatten auf ihnen Platz genommen, um nach dem Staatsakt als erste Wagenkolonne hinter dem Wagen des Führers und Reichskanzlers und dem Vertreter der Reichsregierung über die neue Autobahn zu fahren. Die am Straßenrand, sie ahnten nicht, dass ihr Traum vom tausendjährigen Reich schon in 10 Jahren in Trümmern liegen würde. Auch die Autobahn hielt nicht 1000 Jahre. Nach wenigen Jahren verschoben sich die Betonplatten. Schon 1950 musste die Fahrbahn erneuert werden. Aus den 4 Spuren der alten Autobahn sind inzwischen 8 geworden. Ein Verkehrschaos breche aus, würde man sie heute sperren. Vor 50 Jahren war das kein Problem. Die wenigen Autos konnten auf andere Straßen ausweichen. Und die Industrie nutzte das Prestigeobjekt für Rekordversuche, von denen auch die Frankfurter Zeitung berichtete. Das Teilstück der Reichsautobahn Frankfurt-Darmstadt war am Montag der Schauplatz sehr interessanter Industrieversuche, die von der Auto-Union in Zusammenarbeit mit den Kontinentalwerken durchgeführt wurden. Im Vordergrund dieser ganzen Versuchsfahrten steht die Erprobung der neuen Rennreifen, die ihre Eignung für das bevorstehende schwere Rennen von Tripolis erweisen sollen. Der bekannte Rennfahrer Hans Stuck stellte, wie im ersten Morgenblatt der Frankfurter Zeitung bereits gemeldet wurde, einen neuen internationalen Klassenrekord auf und unterbot die alte Bestleistung, die von dem Amerikaner Jenkins gehalten wurde, um nicht weniger als 37,8 Sekunden. Geschichte und Tradition wurden im Dritten Reich bei Bedarf verändert und dem nationalsozialistischen Weltbild angepasst. Auch die Handwerker und ihre Zünfte hatten sich der Partei, der Reichsarbeitsfront und deren pseudohistorischen Riten beim jährlichen Reichshandwerkertag unterzuordnen. Darüber schrieb die Frankfurter Zeitung: Der Reichshandwerkertag, zu dem zehntausende Handwerker aus allen Teilen Deutschlands für mehrere Tage nach Frankfurt kamen, bestimmt seit Freitag schon das Gesicht der Stadt. So hat sich Frankfurt in festlicher Weise zur Begrüßung der auswärtigen Handwerkergäste gerüstet. Die Stadt und ihre Bürgerschaft heißen die deutschen Handwerker willkommen. Volkstümelei und Massenveranstaltungen sollten über die trotz verordneter Volksgemeinschaft bestehenden sozialen Unterschiede hinwegtäuschen. Wir kennen keinen Klassenhass, wir trinken all aus einem Fass. Marschierende Handwerker eroberten Frankfurt, das doch eigentlich Messe- und Handelsstadt war. Aber in der Vorstellung der Partei passten deutsche Handwerker einfach besser zu Frankfurt, waren doch die Juden schon im Mittelalter vom Handwerk ausgeschlossen. Die Hitlerjugend sammelte Brot für die bedürftigen Frankfurter.
Im Winter 1933-34 wurden rund 150.000 Bürger vom WHW, dem Winterhilfswerk der Nationalsozialisten, unterstützt. Ihr Winterhilfswerk sammelte Geld, Schuhe, Kleider und Lebensmittel, um bedürftige Familien zu unterstützen. Unterstützt wurden die Bedürftigen aber nur dann, wenn sie den weltanschaulichen Vorstellungen der Nazis entsprachen, wie dieser Parteigenosse. Jüdische Familien und andere, die nicht in die Rassenideologie der Nationalsozialisten passten, wurden von der Hilfe ausgeschlossen. Sonntagspflicht, Eintopfgericht. Am Sonntag gibt's wieder Eintopfgericht. Es bedarf eigentlich gar keiner Mahnung mehr, weil die vom Führer gewünschte Einrichtung des Eintopfgerichts schon gute deutsche Sitte und recht völkischer Brauch geworden ist. All diejenigen, die in Not sind, sollen das Gefühl haben, dass die anderen Volksgenossen, denen es besser geht, mit ihnen fühlen und bereit sind, freiwillig ein Opfer auf sich zu nehmen, schrieb die Frankfurter Zeitung. Gesammelt wurde überall, auf der Straße und an der Wohnungstür. Wer sich verweigerte, galt als Saboteur und wurde öffentlich angeprangert. Die Frankfurter Gesellschaft traf sich zur Modenschau im sogenannten Modeamt. Die Schirmherrschaft hatte die Frau des Oberbürgermeisters. Modelle aus Frankfurt sollten Vorbild werden für die modebewusste deutsche Frau. Bekleidungsindustrie und Handel sollten sich nicht mehr durch die Pariser Mode anregen lassen, sondern sich an Entwürfen aus Frankfurt orientieren. Vistra, eine Kunstfaser aus den 30er Jahren. Hier im Osten Frankfurts bestimmt die Industrie das Stadtbild. In den Arealen der Hanauer Landstraße werden Waren produziert und umgeschlagen. Ein bedeutender Betrieb in der Stadt ist die Firma Messer Griesheim, die heute zum Chemiekonzern Höchst gehört. Der Berufsfotograf Paul Wolf dokumentierte auch private Feste und Jubiläen, so wie 1938, als im April das 40-jährige Firmenjubiläum gefeiert wurde. Und der Führer war selbstverständlich dabei, wenn auch nur als Bild. Besuche von Parteigrößen war die Belegschaft schon gewohnt.
Adolf Hitler hatte dem Betrieb einen eigenen Sportplatz gestiftet. Aus der Belegschaft von Arbeitern und Angestellten war auch hier die Gefolgschaft geworden und aus dem Chef der Betriebsführer. An die Stelle gewerkschaftlich erkämpfter Rechte traten freiwillige Leistungen, die der NS-Ideologie entstammten. 100 Reichsmark für jedes Neugeborene, Hochzeitsgeschenke, Hilfe beim Hausbau und außerdem baute man mitten im angeblichen Frieden Luftschutzräume. ...1938 feierte der Betrieb nicht nur sein 40-jähriges Bestehen, sondern auch den 60. Geburtstag von Adolf Messer, dem Chef und Parteigenossen. Zwei Tage später kam der Führer selbst. Er trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Über dieses Ereignis berichtet die Frankfurter Zeitung. Auf allen Straßen und Plätzen, die der Führer in seiner Anwesenheit in Frankfurt berührt, waren Lautsprecher aufgestellt, sodass diejenigen, die keinen Platz mehr finden, den Empfang des Führers im Römer miterleben können. Anderthalb Jahre nach diesem Besuch überfiel die deutsche Wehrmacht Polen. Der Zweite Weltkrieg begann. 1940 fielen die ersten Bomben auf Frankfurt. Frankfurt am Main, 1945. Der Krieg, der von Deutschland ausging, war mit den Bombern auch nach Frankfurt zurückgekommen. Rund 100 Angriffe aus der Luft zerstörten die Stadt. Über 5000 Menschen verloren dabei ihr Leben. 18.000 Frankfurter waren als Soldaten gefallen oder im Lazarett gestorben. Vor dem Krieg lebten in Frankfurt 550.000 Menschen. Jetzt, im März 1945, waren es nur noch 269.000, von denen die Hälfte obdachlos war. Jede zweite Wohnung in Frankfurt war zerstört und fast alle öffentlichen Gebäude. Jeder versuchte, so gut es ging, in den Trümmern eine Unterkunft zu finden. Die gesamte Altstadt lag in Schutt und Asche. Sie war ein einziges Ruinenfeld. Die Überlebenden richteten sich ein. Lebensmittel waren knapp. In der ehemaligen Innenstadt entstanden Gemüsegärten. Tabak wurde angebaut. Die Frankfurter mussten sehen, wie sie mit Schutt und Trümmern zurechtkamen. Hier im großen Hirschgraben, wo einst Goethe gewohnt hatte, waren die Mitarbeiter des Farbengeschäfts Jenisch monatelang die einzigen Bewohner.
Auch die Frankfurter Museen waren zerstört. Im Senckenberg-Museum gingen die Studenten an die Arbeit. Von der Rosenapotheke stand nur noch die Fassade. Die Medikamente wurden unter den Trümmern in einem Kellergewölbe verkauft. Trümmermeer gab es kaum noch bekannte Orientierungspunkte. Manchmal waren es nur noch alte Schilder, die verrieten, was hier einst gestanden hatte. Zerbombt und ausgebrannt, auch das Wahrzeichen der einstigen Wahl- und Krönungsstadt deutscher Kaiser, der Römer. In diesem Haus wohnte der Fotograf Paul Wolf, der in seinen Bildern das alte, unzerstörte Frankfurt festgehalten hatte. Von seinem umfangreichen Archiv konnten nur die Fotos, die er mit der Kleinbildkamera gemacht hat, gerettet werden. Paul Wolf starb 1951.